Und damit willkommen zu Newest Womar Pro 3. Willkommen zurück. Ja, es ist ein altes Projekt und ich merke, es ist ganz schön laut. Ich weiß, ich muss es leiser machen. So ungefähr, warte. Muss ich für mich selbst auch leiser machen. So, okay. Also, ein altes Projekt ist, jetzt schon, keine Ahnung, ich glaube schon fast 2 Jahre oder so schon alt ist auf meinem Kanal und ich habe es nie beendet. Ganz schön krass. Ich habe Angst, dass es immer noch zu laut ist, ne? Ich mach's lieber ein bisschen leiser, ne? Okay, wird jetzt schon passen. Also, das Projekt ist schon, ja, gut was alt. Meine Idee dahinter war, dass ich halt das Spiel New Super Mario Bros. Wii, diesen Hack, ja, im Hard Mode spiele, denn es gibt einen Modus, womit man, ja, das Spiel ein bisschen schwieriger machen kann, und zwar bei jedem Gegnertreffer ist man dann sofort tot, also egal was für ein Power-Up man hat. Und ja, das ist so die Idee dahinter gewesen, was ich da mache. Und ich bin mir nicht mehr sicher, wie man diesen Code aktiviert. Ich weiß nur, dass es hier drin war, in diesem Menü. Nope. Ich muss jetzt echt ausprobieren, wie es geht. B ist es nicht, okay. Nee, 1 ist es. Shit. Was? Ich hab's geschafft. Ich weiß nicht wie, ich hab's geschafft. You've activated hard mode. In hard mode, Mario will die anytime he takes damage, and the timer will be more strict. So treasure your Yoshi and hold onto your head. You're in for a wild ride. Genau. So, wir beginnen hier. Ich kann mal gucken. Ich kann mir mal. Oh, meine Steuerung ist nicht ganz richtig. Das muss ich kurz verändern. Warte. Oh, der Ton ist kurz buggy. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich beeil mich. Ich beeil mich. Ich weiß nicht, warum die Steuerung nicht ganz richtig ist. Jetzt soll das passen. Genau. So, ich kann mir geschwind einen Mini-Pilz geben und dann einen ganz normalen Pilz. Damit ich als normaler Mario starte und nicht mit diesem Hammer-Kostüm. So. Genau. Das ist ein altes Projekt von mir jetzt gewesen. Und ich dachte, ich mache das jetzt mal nochmal. Ich habe es nämlich nie beendet. Und ja, das hat mich halt ein bisschen geärgert. Ich wollte halt schon immer, ja, halt fertig machen. Und ich kam halt nie dazu. Und jetzt, ich habe mir schon öfters gedacht, halt so, yo, warum machst du nicht einfach nochmal weiter einen Part oder sowas? Und dachte ich mir so, aber ja, dieser Zeitunterschied, so random, einfach nach all der Zeit einfach wieder ein Part rausbringen. Und, hä? Ich will doch wieder hoch. Jetzt. Das Ding ist, ich dachte mir jetzt einfach, yo, wenn du es jetzt schon mal neu startest, also wenn du wieder was machst zu diesem Projekt, dann einfach komplett von vorne, weil ich habe jetzt schon inzwischen auch schon wieder viele Level vergessen. Ist ja jetzt auch schon wieder eine gute Zeit her, seitdem ich das Spiel gespielt habe. Was heißt, dass es hier vielleicht auch noch eine neue Erfahrung geben wird. Das heißt, ich kann ja auch nicht so durchrasen, wie ich es vielleicht möchte. Jo. Gut. Das war jetzt so mein Anfangsmonolog. Den ich hier bringen wollte. Hi an alle, die dabei sind. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange ich dieses Projekt machen werde. Ich habe jetzt echt überlegt, eine Zeit lang. Ich habe jetzt die ganze Woche überlegt, ne, was ich als nächstes Projekt machen könnte, als so ein längeres. Jetzt nach Mario 64 Ocarina of Time. Mir ist einfach nichts eingefallen und ich habe echt überlegt, ne, was es alles so geben könnte und ja, mir ist nichts eingefallen leider, was irgendwie länger dauern könnte oder worauf ich auch Lust hätte. Nochmal habe ich mich dafür entschieden, dass wir jetzt das alte Projekt nochmal machen. Es wird jetzt wahrscheinlich nicht ganz so lang gehen wie Mario 64 Ocarina of Time, oder? Ich weiß es nicht. Kann sein, dass es so lang gehen würde, wenn nicht sogar weniger. Bin mir nicht sicher. So,
So, läuft der Stream flüssig? Ich hab schon lang nichts mehr, glaube ich, gestreamt. In diesem Sinne. Ich müsste alles nochmal neu aufbauen, sozusagen. Huch. Mir kommt es so vor, als wäre die Steuerung ein bisschen verzögert. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Ach ja, und für die, die es nicht gemerkt haben, die das Video heute nicht gesehen haben und auch gestern im Streaming dabei war, nicht dabei waren, ich habe ein neues Mikro und ja, das hört man hoffentlich. Bin mir aber nicht sicher. Ich habe es tatsächlich noch nicht gehört in so einem Gameplay-Ding. Tatsächlich auch nur in diesem kurzen Video, das ich aufgenommen hatte für heute. In einem Unboxing. Da bin ich schon gespannt, wie die Quality sein wird. Bis jetzt habe ich noch nicht gefailt, gell? Ich kann mich jetzt noch keinen Tod erinnern. Kann sein, dass es ein bisschen leckt. Mir kommt so vor. Vielleicht muss ich die Grafik ein bisschen runterdrehen. So, gucken wir mal. Ich weiß auch gar nicht, was ich in dem Projekt gemacht habe. Habe ich wirklich jedes Level gespielt? Oder bin ich nur zum Ziel gekommen? Ich glaube, ich habe jedes Level gespielt, ne? Tja. Sieht so aus, als würde ich auch jetzt wieder jedes Level spielen, ne? Ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht möglich ist, dass wenn man jetzt... also diesen Hard-Mode tut man ja erst freischalten, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das erst so ist, wenn man alle Starcoins hat oder so. Hi Dexter! Irgendwie das Gefühl. Der Chat funktioniert nicht, kann es sein? Ob ich Stardew Valley spiele, oh. Jetzt! Warum war der denn nicht angezeigt worden? Das war weird. Stardew Valley, ja, habe ich für die Switch, aber ich spiele das nicht so oft. Ja, selten. Ui, das war aber knapp. Come on, spring doch! Jetzt. It. Also ich kann mich halt jetzt, so insgesamt kann ich mich nur grob so an die ganzen Level erinnern. Also ich kann mich erinnern, dass dieses Castle halt dieses Theme hatte mit diesem Honig, aber wie das aufgebaut ist, keine Ahnung. Und
wo sich Starcoins befinden würden. Auch nicht, wenn ich sie sammeln würde. Ah, wahrscheinlich da rechts. Ja, ich sehe sogar schon einen raus. Gucken. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange ich diese Streams machen werde, weil... Also ich habe jetzt nicht vor, die so lange zu machen, wie meine Videos, die ich da gemacht habe. Falls ich mich noch dran erinnern kann, wie lange die Videos gingen. Ich schätze mal, man kann den nicht abwerfen, während er sich so rollt, ne? Nice. Was soll ich sagen? Hey. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Ach ja, wegen der Länge von den Streams, ne? Ja, ich weiß nicht, wie lange ich die machen werde. Keine Ahnung. Muss man mal schauen. Wahrscheinlich einfach wirklich so lange, wie ich Bock drauf habe. Und ich hoffe, ich ziehe auch diesmal das Projekt durch, nicht so wie letztes Mal. Oh mein Gott, ich habe den Goomba da fast nicht gesehen. Nicht gut. Erster Death. Dash. So, haben wir hier irgendwo einen Pilz. Ja, danke schön. Ich glaube, diesmal gehe ich nach oben. Ich glaube, das ist besser. Ja, deutlich besser. Da hätte ich vielleicht auch nach oben gehen sollen. Oder? Nee, nee. Das war, glaube ich, die bessere Entscheidung. Ja, insgesamt war es, glaube ich, besser. Okay. Oh, so kurz vom Ziel gestorben? Hä? Der Checkpoint ist ja direkt vom Ziel, was soll das? Secret Exits. Hole ich nicht, okay? Ich kann mich nämlich daran gar nicht mehr erinnern, ob ich da nochmal ins Level reingegangen bin, um die Extra zu holen. Kann mich echt nicht erinnern. Ich mache einfach nur das Level fertig und dann gucken wir weiter. Machen wir weiter mit dem nächsten Level auf jeden Fall. Weil sehr dumm, einfach zweimal das gleiche Level machen und nur einmal an ein anderes Ende hinzukommen. Ui, ist aber knapp. Mein Gott, ich kam irgendwie nicht ganz gut nach oben. Das Level ging sogar voll klar. War gar nicht mal so schlimm, wie ich dachte. Oder wie es hätte werden können. Machen wir weiter.
Ich bin mir gerade nicht sicher, das führt glaube ich zu... LOL, da rutscht er übers Wasser? Echt? Das wusste ich gar nicht. Ich weiß, wenn er den Anzug nicht hat, dann schwimmt er. Aber ich wusste nicht, dass er wirklich darüber geht. Ja, tatsächlich, das führt zur anderen Oberwelt. Das wollte ich nicht. Das wollte ich eben nicht. Gehen wir nach da oben. Tangle Temple. Ah ja, stimmt, ich kann mich erinnern. Ich habe die Level, glaube ich, immer nach Nummerierung gemacht, gell? Das war's, glaube ich. Alles klar. Ich wollte eigentlich auf den dritten landen. Hat mich ein bisschen überrascht, dass ich jetzt auf dem zweiten gelandet bin. Ist aber auch knapp. Aber ich bin da richtig durchgehuscht, oder? Das ging ja richtig busch. Ich würde auch interessieren, kennt ihr irgendwelche guten Horror-Games? Ich würde nämlich gerne mal wieder irgendein Horror-Game machen auf meinem Kanal. Ich weiß nicht, ob ein Livestream oder in Videoform, weiß ich noch nicht, aber kennt ihr da irgendwelche guten Horror-Games? Weil Slender ist jetzt schon wieder eine gute Zeit her und Baldi's Unreal Basics geht irgendwie gerade im Moment auch nicht wirklich voran. Obsidian hat zwar gesagt, ja, er arbeitet gerade noch dran, hat aber halt, also ein Chapter 4. Er hat aber halt Angst, wenn er das Spiel jetzt halt beendet, dass er dann nicht mehr so viel Aufmerksamkeit auf seinen Kanal bekommt, wie er es jetzt halt tut. Dann denke ich mir so, ja komm, ist ja nicht so, als wäre es jetzt sein letztes Game, ne? Kann sie auch danach nochmal irgendein Game machen. Darum, ich weiß nicht, ich hätte Bock wieder auf halt so ein, ja, Slender-mäßiges Game halt. Wäre schon nice. Mein Name? Ich heiße Alex. Okay, ist der Scheiterpalast. Okay, ich irgendwie, ja, damit habe ich gerade nicht gerechnet, dass man da rein kann. Uiuiui. Ui, ui. Ganz knappe Geschichte. Eigentlich kann ich auch so machen. Ist sogar schneller. Spiel doch mal. Was? The Peterson Case? Noch nie davon gehört. Ey, ich mag die Castles nicht, ne? Ich verstehe nämlich nie, warum die Musik da so abnormal laut ist. Das nervt übel. So. Ist ein Horrorgame. Echt? Okay, habe ich echt noch nie davon was gehört. Ich kann es mir mal anschauen. Mal gucken, vielleicht kommt es ja dann bald.
Kann halt hier nicht so wie Mario Maker, kann man nicht... oh. Kann man ja nicht auf die drauf spinnen. Geht leider nicht. Okay, trotzdem haben wir es geschafft. Gleicher Bosskampf. Nur viel gefährlicher. Ach du Heilige, meine Güte. So, ganz schön knapp. Okay. Eisblume kann nicht schaden in dieser, in diesem Level. Ey, das war knapper als gewollt. Ui, stimmt. So haben die Dinge funktioniert. Guck mal, daher hat die Piranha-Pflanze in Smash den Standard B. Ja, ich kann ein bisschen Englisch, so. Wenn es sein muss. Warum? Wahrscheinlich, weil du Englisch bist, oder? Wegen Dan TDM. Kann ich mir vorstellen. Oh my goodness, damit habe ich nicht gerechnet, dass er so hoch springt, dass er da oben landet. Ich dachte, er bleibt da unten. Alter, das hat mich gerade echt geschockt. Okay. Schraubenschlüssel. Hä? Mir fällt es gerade echt nicht ein. Screwdriver hätte ich jetzt auch gedacht. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob das richtig ist. Ich hätte auch gedacht, das wird Screwdriver. Warum soll ich das sagen? Was? Als ob? Ich sehe schon kommen, da bekommen wir jetzt eine richtig. Nee? War einfach richtig, okay. Und warum?
ich jetzt noch da oder nicht? Ich blick's gerade gar nicht mehr. Ist jetzt ein, hat er jetzt ein, hä? Hat er jetzt einen neuen Stream gestartet? Okay, das zeigt mir an, ich bin wieder live. Nitrous. Hä, was ist gerade passiert? Mein komplettes Internet ist einfach putz, auf einmal tot gewesen. Ich habe keine Ahnung, alles weg. Hä, okay. Geht's jetzt noch irgendwie? Also geht's jetzt noch irgendwie? Ist es noch derselbe Stream? Ist es nicht mehr derselbe Stream? Ist der andere Stream jetzt beendet? Ich verstehe es nicht. Ist es jetzt ein neuer Stream? Weil das ist blöd, wenn es jetzt zwei... Die Facecam laggt. Das ist auch nicht gut. Das ist ein neuer Stream jetzt, was? Oh, was soll das? Ey, YouTube, ist es euer Ernst? Hä, was war das denn jetzt? Warum habe ich jetzt kein Internet mehr gehabt? Okay, dann muss ich es so lassen, ne? Ist ja blöd, okay. Ja, tut mir leid, da war anscheinend gerade mein ganzes Internet weg. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es ist einfach weg gewesen. Gut, dann an... Was ist das Ding da oben links? Hä, Alter, was soll das? Machen wir das hier geschwind weg. So. Ja, es ist keine Ahnung. Fehlt mir jetzt wieder irgendwas? Okay, also, keine Ahnung, was das war. Ich mache jetzt einfach weiter. Ja, nice. Warum leckt das jetzt auch so noch heftig, Alter? Was ist heute los? Kann doch nicht wahr sein. Alter. Ich verstehe gerade nicht, warum jetzt das so... Ah. Ich hab eine Idee, wo man das legen könnte. Wegen dir, oder? Ich hab... Laut YouTube habe ich eine schwache Videoausgabe. Stimmt das? Ist mein Video echt laggy? Ich hab keine Ahnung, was hier abgeht, ne? Na ja, dann tue ich mal hier schön so mein Handy hin und muss dann mal so gucken, ne? Ob es dann leckt oder nicht. Game. Weitermachen. Ne, es leckt immer noch. Okay. Nee, scheint zu passen. Ja, scheint zu passen. Ich habe keine Ahnung, was das war. Das ärgert mich jetzt aber echt. Ja, das Spiel leckt, das stimmt. Ich weiß aber auch nicht, woran es liegt. Ich kann die Grafik noch mehr runterdrehen. Könnte ich theoretisch machen. Ich
weiß aber nicht, ob wir das alle wollen. Nativ? Jetzt haben wir die Originalauflösung, ne? Sieht man das überhaupt im Stream so krass? Ich weiß es nicht. Für mich sieht es jetzt ekelhaft aus. Müssen wir mal gucken, ob das jetzt leckt. Ein bisschen, ne? Shit. Ja, mit der Grafik ist es nicht das Problem, aber der Lag ist das Problem. Aber ich weiß noch, damals hatte ich das Problem im Lag auch. Nicht ein anderes Level, wir haben das Level noch nicht geschafft. Die Zombies überlebt. Ich überlege auch gerade, ob ich, not good. Ob ich das hier abbrechen soll. Und wann anders nochmal das neue starten sollte, das Projekt. Weil wenn das so, weil, also, dass ich es halt bis dahin halt geschafft habe, dass es, oh shit, dass es dann halt nicht mehr im Spiel leckt und dass auch das nicht in zwei Parts ist oder sowas. Das ist ja blöd, hallo. Oder dass ich jetzt halt vielleicht noch was anderes mache anstatt das Game. Damit der Stream dann doch noch ein bisschen einen Sinn hat. Wir können es ja auch so machen. Habt ihr überhaupt Lust auf so ein Reboot von diesem Projekt? Also nicht, dass ich jetzt auch was hier jetzt total Unnötiges mache die nächsten paar Wochen. Weil ich kann natürlich dann noch nach einem anderen Game suchen, beziehungsweise wir können dann das Horror-Game dann spielen oder so, keine Ahnung. Weil das war jetzt so eine spontane Idee jetzt. Weil mir sonst nichts eingefallen ist. Ich habe gesehen, dass Case gerade unter anderem an einem Zelda-Game tatsächlich arbeitet. Nicht mehr an nicht nur an einem Mario-Game, sondern tatsächlich auch an so einem Ocarina of Time-Game. So, also ein richtiges Zelda-Game.
So, was ist passiert zwischen Ende von Ocarina of Time und Anfang Majora's Mask? Das ist so gerade seine Idee, die er gerade macht, noch währenddessen er irgendwie, glaube ich, 4 weitere Projekte hat. Also ich weiß nicht, was mit dem los ist, aber... Ja, der hat gut was zu tun. Also, habt ihr Bock auf dieses Projekt hier überhaupt? Auf Neo Super Mario Bros. Wii, Hardcore, Hard Mode, Rebooted? Oh mein Gott, oh mein Gott. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Stimmt eigentlich jetzt noch die Anzeige von YouTube und Twitch zu schauen? Können wir gut vorstellen, dass sie nicht mehr stimmen. Das war echt weird. Habe ich tatsächlich auch noch nie erlebt und ehrlich gesagt auch noch nie bei jemand anders gesehen, dass sowas passiert. Zumindest nicht auf diese Art und Weise. Ich weiß noch, als ich das hier zum ersten Mal gemacht hatte, habe ich mich beschwert. Oder zumindest irgendwann einen Kommentar gegeben dazu, dass... Hä? Lol, ich wusste nicht, dass wenn man da draufstampft, dass man dann wieder einen neuen Sprung bekommt mit dem Propeller. Interessant. Auf jeden Fall, ich weiß noch, dass ich es erstmal mich beschwert habe, dass die Zeit hier nicht ausreicht, sozusagen. Dass es halt unter die 100 Sekunden kommt. Ja, ich weiß nicht. Also, Ich schau mir mal dieses Horror-Game mal an. Keine Ahnung. Ich schau mal kurz rein. Hä? Dankeschön. Wie ist es, der... Peter... Hallo? Der... Peterson... Case? Gut, dass ich das finde. Ach, Peterson Game. Lol. Ja, ich hab's auch rausgefunden. Mein Nintendo scheint immer noch nicht ganz so schnieke zu sein. Ja, sieht interessant aus. Ist aber leider noch nicht draußen. aber wenn es draußen ist, dann gucken wir uns das vielleicht mal an.
Kann man gucken, ob es eine Demo gibt auf Game Jolt. Gibt es ja manchmal für manche Games. Scheint nicht so. Alter. Bin ich noch da? Ich habe gerade schon wieder gesehen, dass da wieder was geladen hat. Bin ich noch da? Jetzt mal ganz ehrlich. Ah, jetzt, okay. Das ist halt gerade. Ich hatte gerade ein Standbild bei mir. Okay, ich finde kein Demo. Okay. Ja gut. Nee, nee, es kommt jetzt raus. Aber es sieht interessant aus. Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen und ja, mal überlegen, ob ich das bringe. Ich habe die Flamme nicht gesehen. Wenn ihr aber noch mehr Spiele kennt, natürlich kann man die dann immer noch vorschlagen. Ich bin offen für mehr. Muss jetzt auch nicht unbedingt irgendein Horror-Game sein. Aber darauf hätte ich halt gerade im Moment so am meisten Bock. Hä? Okay. Mist. Was war das denn? Bin ich richtig? Bin ich falsch? Ich weiß es nicht. Scheint richtig zu sein. Geht es hier nicht? Okay, es geht in Mario Maker. Schade. Das geht doch, okay. Wahrscheinlich hat es aber nicht ganz gereicht. Als ob! Es war so close. Mann. Das ganze Level nochmal von vorne. Oh je. Gab's da keinen Checkpoint oder habe ich den übersehen? Oh. Hier ist übrigens der Checkpoint, den ich verpasst habe. Heißt nicht, dass es trotzdem knapp werden kann, hier, bla bla. Oh mein Gott, okay.
Eigentlich ist es egal, was man hier hat. Was mit Resident Evil? Ich habe tatsächlich noch nie ein Resident Evil gespielt. Ich habe auch noch nie wirklich eins angeschaut. Ich weiß so grob, wie manche Sachen aussehen. Ich weiß, dass, glaube ich, der zweite Teil vor kurzem ja geremaked wurde. Und da habe ich ein bisschen was gesehen und das war, sah schon heavy aus. Ja, ich weiß nicht. Oh yeah. Die Frage ist halt so, mit welchem Teil sollte man halt anfangen, ne? Habe ich irgendein Level hier verpasst? Ich weiß es nicht, ist mir egal. Stimmt, ja. Die zweite Welt war hier ganz schön riesig. Ich weiß nicht, ich glaube... Ich versuche in Zukunft... immer so... eigentlich will ich es doch nicht haben. Ich glaube, ich versuche in Zukunft immer pro Stream zwei Welten zu schaffen. Ich glaube, das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, oder? Ich weiß nicht mehr, wie viel ich früher gemacht habe. Ich glaube, da habe ich auch nur wirklich versucht, so 20 Minuten oder so zu machen. Die andere Sache mit Resident Evil ist, glaube ich, auch... es ist auch eher... Oder es ist ja ein Survival-Horror-Game, ne? Und ich glaube, dass es nicht so meins ist. Ich glaube, so die Geschichten, die mich eher ansprechen, sind tatsächlich so... Oh, shit. Sind, glaube ich, eher so Sachen wie... Tatsächlich diese Slender. Das fand ich eigentlich wirklich ganz cool. Oder so. Ja, tatsächlich so mehr, weniger Level hast, ne? Aber sowas gibt es, glaube ich, echt nicht so oft. Benny Nick Machine kenne ich leider halt schon. Das ist jetzt blöd. Das kenne ich tatsächlich schon. Witzig ist, ich kann mich noch erinnern, als es zu Anfangs in die Beta kam. Da habe ich dieses erste Chapter gespielt. Und es sah so hässlich aus, ne? Aber hat mich doch ein bisschen bekommen, diese paar Jumpscares, die es da gab. Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass es halt irgendwie so ein interessantes Game sein könnte, ne? Ich wusste auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass es mehrere Chapter geben würde. Ich dachte einfach nur, dass dieses erste Chapter wirklich alles gewesen wäre und... ja, eine Zeit später kriege ich dann mit, dass dieses Spiel wirklich so beliebt geworden ist. Das fand ich brutal. Ich glaube, zuerst habe ich da wieder mal davon gehört bei, glaube ich, Game Theory. Das war so das erste Mal, dass ich wieder davon was gehört hatte. Aber dann ging es los, ne? Dann kam der Hype zu dem ganzen Game. Fand ich witzig. Aber das ist auch tatsächlich so eine Art Horror-Game, die mir auch gefallen würde. Ist nicht ganz so creepy, das stimmt schon. Hätte ich das nicht gemacht, wäre ich nicht tot. Ist klar, natürlich nicht ganz so creepy. Ist mehr Story-basierend. Aber auch noch ganz, eigentlich ein ganz cooles Game.
Okay. Okay. Ich frage mich, ob... Das hat mich ja gar nicht berührt. Kleine Anspielung an das alte Let's Play. Ich frage mich, ob die Angry Sun bei Mario Maker in allen Stilen da sein wird oder ob tatsächlich auch nur in Mario Bros. 3 das da sein wird. Ich könnte mir das halt leider sehr gut vorstellen, dass das so sein wird. Weil so viel Mario Maker 2 sieht im Moment in diesem ersten Trailer sieht danach aus, als könnte man... Huch, was war das denn? Als könnte man so vieles nur in einem Grafikstil machen. Manche vermuten ja auch, dass man den Grafikstil auch gar nicht mehr ändern kann. Okay. Sondern dass man irgendwie am Anfang des Levels halt sich aussucht, yo, ich möchte Super Mario Bros. 3 World... Ah, shit. U oder World. Nee, warte, hatten wir schon. 3D World. Nehmen und... Dann baut man das Level und als könnte man das nicht mehr ändern. Und leider kann ich mir das halt auch gut vorstellen, weil so wie das jetzt bisher aussieht. Es gibt halt schon arg viele Gegner, welche echt nicht in anderen Stilen im Moment sind. Aber auch schwer umzusetzen sind. Aber man weiß ja nicht, ne? In Mario Bros. 1 musste man ja so viel hinzufügen. Ja, shit, da kann ich nichts mehr machen. Da musste man so viel hinzufügen, ja? Zum Beispiel Luftschiff-Level. Ja, das war das Einzige. Nein, Spaß. Zum Beispiel der Schuh. Spikes. Mancher. Also eine Menge Sachen musste man hinzufügen. Also es ist schon möglich, aber ich weiß nicht. Wirkt ein bisschen unrealistisch. Langsam möchte ich das Level aber auch mal schaffen. Das hört mir jetzt alles, gell? Wenn ich jetzt hier, wenn ich den Controller, wenn ich die Tasten drücke, gell? Zumindest zeigt mir OBS an, dass er was hört. Bin auch noch nicht ganz fertig mit dem Einstellen von dem Mikro. Bisher habe ich, glaube ich, im OBS habe ich gerade eben noch das Standard-Mikro drin. Ich muss noch gucken, ob es da noch ein paar Sachen gibt, womit ich das irgendwie besser bearbeiten kann. Ach du Heilige. Weil laut OBS würde sogar gerade noch ein bisschen Rauschen durchkommen. Ich glaube, man hört es nicht so krass. Aber ja, ein bisschen Bearbeitung schadet nicht. Naja, manchmal schon. Aber wenn man es richtig macht, dann nicht. Ich habe einen Checkpoint erreicht. Immerhin etwas. So, ich weiß noch, ich habe letztes Mal gesagt so, also in dem ersten Let's Play dazu. Endlich habe ich die Sonne abgehängt. Die wird doch nicht hier runterkommen, ne? Und ich glaube, die kommt ja auch nicht mehr, auch nicht hin. Aber dass das hier war... War, glaube ich, auch nicht ganz so einfach. Habe ich, glaube ich, auch ein paar Versuche gebraucht.
Ah ja, wegen dir, ne? Oder? Du wirkst nämlich nicht ganz ungefährlich. Aber ich glaube, die miese Stelle kommt sogar noch. Wenn ich mich jetzt gerade so irgendwie erinnere. Ist aber echt zu lange her, um sich an irgendwas zu erinnern. Nicht? Okay. Hm. Habe ich wohl irgendwas Falsches im Kopf gehabt? Aber jetzt kommt, glaube ich, nochmal die Sonne, gell? Ja, ja. Noch ist es nicht vorbei. Boah, das war aber auch nochmal ganz schön knapp, du. Ich weiß auch noch gar nicht, in was für ein Abstand ich zum Mikro reden muss, damit es nicht irgendwie übersteuert oder sowas. Muss ich auch noch alles herausfinden. Ah, das ist das Level, ne? Das ist das Level mit der einzigsten Szene, an die ich mich noch erinnern kann. Das war ja echt. Du warst es, du kleiner Bastard. Ich weiß noch ganz genau, du warst schuld. Mit deinem Bumerang. Das waren noch Zeiten. Wer wissen möchte, worüber ich rede, schaut euch das Video an von damals. Das ist eigentlich ganz witzig, die Stelle. Sollte auch leicht zu finden sein. Auf dem Thumbnail ist, glaube ich, Mario, der gerade stirbt. Also ich glaube, es ist ziemlich einfach zu finden. Ich kann mal gucken, ob ich das jetzt spontan mal hier finde. Hä? Oh, es war 5, lol, okay. Also, ich muss mal zur Playlist gehen. Meine Güte, das ist eine lange Zeit her. Wo ist es denn? Habe ich keine Playlist dafür gemacht? Hä, ich finde die Playlist tatsächlich nicht. Das ist ja interessant. Muss ich mir... Oh, jetzt darf ich die ganzen Videos zurückgehen. Nur weil ich euch das eine Video zeigen wollte. Ist ja weird. Ich bin mir sicher, ich habe eine Playlist gemacht dazu. Was? Ich darf nicht weiter zurück? Ey, was soll das? Hallo, ich möchte jetzt mal langsam... Egal was ich mache, ich darf heute gar nichts mehr. Ich verstehe es nicht. Playlists. Zeig mal her. Ich habe nie eine Playlist dazu gemacht anscheinend. Weird. Ich nicht glaube, ich bin mir sicher, ich habe eine Playlist dazu gemacht. Oh, Zeit ist so eine Sache, ne? Ja, das geht hier leider nicht mit dem Demon. Man würde das recht nicht gehen, weil du hier im YouTube-Chat bist.
Haben wir nochmal ein langsames Ziel? Yes. Ich weiß auch nicht, warum das verlegt. Ich muss mal gucken. Bis nächstes Mal oder so, wie ich es fixen kann. Das ist Ziel. Ich sehe es doch schon. Nein? Ach komm. Okay, alles gut. Gab's schon einen Checkpoint? Habe ich ihn verpasst? Wahrscheinlich. Okay. Keine Ahnung, wo der war. Ich sehe auch erst jetzt, dass man das YouTube-Logo gar nicht erkennen kann. Weil es da unten eh so rot ist. Tja, muss man sich denken. Oh. Okay, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Das ist nicht gut. Es laggt so heftig hier, das ist nicht mehr normal. Weiterfahren wäre ein Checkpoint, Starcoin gewesen wahrscheinlich, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das jetzt vielleicht die Starcoin gewesen wäre. So, bald haben wir auch diese Welt vollendet. Nicht mehr viel, auf jeden Fall. Nur noch zwei Level. Ah, das war ein cooles Castle, daran kann ich mich erinnern. Ja, genau. Das sind nämlich so die Gegner und alles andere eigentlich auch so zu Stein. Wenn man auf diesen Knopf drückt, dann wird das alles wieder lebendig. Ich finde das echt eine richtig geile Idee. Muss man halt auch aufpassen, wo man halt hintritt, ne? Weil nicht alles immer ganz gut ist. Zum Beispiel hier sieht man diese komischen Coins, die man nicht einsammeln kann. Und da oben diesen Steinblock. Und wenn ich jetzt hier reingehe,
dann wird es wieder lebendig und ich kann die Red Coins einsammeln. Ich finde das eine richtig coole Idee. Aber der Sound ist wieder so laut. Ich habe eine Feuerblume. Es ist mir erst sehr spät eingefallen. Ich dachte, ich hätte eine Eisblume. Weg da. Sehr schön. Checkpoint. Ich weiß gar nicht, ob jetzt direkt der Bosskampf kommt oder noch Level. Ah ja, stimmt, das gab's noch. Wir werden von der Wand verfolgt. Wir müssen jetzt schnell handeln. Es hat geleckt! Das hat jeder gesehen, dass es geleckt hat. Ja, das hat man gesehen. Okay. Ich bin echt enttäuscht von dem Game. Ach Mann. Warum leckt denn das? Ich verstehe das gar nicht. Der Knopf ist also da, um der Rest in die Röhre reinzukommen, damit man eine Starcoin bekommt und wenn man nicht schnell genug ist, dann wird dieser Knopf eingesperrt. Das ist die Sache, worauf man achten muss. Am cleversten ist es, den hier an der Seite hinzulocken. Weil da der Boden natürlich am dünnsten ist. Nicht so gut. So, das wird jetzt interessant. Ah, ist ja viel zu früh. Es hätte theoretisch ein Kill sein können, glaube ich. Naja, jetzt ist er auf jeden Fall tot. Oh yeah, yeah. Hi, Wegdrücker. Guter Name. Wegdrücker. So. Ich würde sagen, letztes Level für heute. Dann haben wir hier aus irgendwelchen Gründen in zwei Streams jetzt Gutes noch gemacht. Hier wird gesagt, ich würde anscheinend schon seit über einer Stunde jetzt streamen. Das ist aber, glaube ich, mit dem ersten Stream zusammen. Keine Ahnung, ich werde mal gucken, woran es genau lag. War auf jeden Fall weird. Das Internet war einfach weg. Das Problem ist, ich kann jetzt auch nichts mehr dagegen tun, dass es jetzt zwei unterschiedliche Videos dann sein werden, ne? Das ist schon blöd. Ich könnte theoretisch beide runterladen und zusammenschneiden zu einem großen Video und es dann nochmal neu hochladen. Wenn es halt, ja doch. Ja, das wäre, glaube ich. Ich glaube, das wäre möglich. Dann ist es nicht so hässlich, weißt du? Und dann stelle ich einfach die beiden hier auf privat. Ich weiß nicht, wo. Ist einfach doof. Dann glaube ich, mache ich das. Ich weiß nicht, ob das aber noch heute noch fertig wird. Muss man mal schauen. Oh mein
Gerade. Ja, so ein Stachelrücken, der kann gut wehtun. Lol, ich glaube, ich habe noch nie gesehen, wie man hier startet. Kurz gesagt, ich glaube, ich war noch nie so schlecht, dass ich hier gestorben bin. Ich wusste nämlich nicht, dass... ich wusste nicht, dass man bei einem Checkpoint auch so reinspringen kann. Das sieht weird aus. Und ich glaube, die Anzeige ist auch jetzt verbuggt mit dem YouTube- und Twitch-Ding. Ist ja egal. Kannst du... Nee, nicht gut. So. Wir sehen uns wieder. Hier eine in die Fresse. Nochmal auf den Kopf drauf. Und um es zu verenden. Putz! Wir haben es geschafft. So. Das Mikro ist immer so weit unten. Ich weiß nicht warum. Ist immer so irgendwie. So, okay. Ich würde sagen, aber das war's jetzt mit diesem Part. Mit diesem Streamen. Stream. Ist ja egal jetzt. Ist bei euch auch Karneval. Ja, könnte man so sagen, aber. Ist nicht so, es gibt bei uns nicht so die Party ab. Also. Wir sind jetzt nicht so am Feiern, sagen wir es mal so. Gut, mit dieser letzten Frage wahrscheinlich für heute beende ich den Stream hiermit. Dann, ja. Ciao. Ciao, Leute.